Hallo meine Lieben, da bin ich nochmal zu einem Video und zwar habe ich euch ja gesagt, ich zeige euch meine Lego-Sammlung und zwar fange ich jetzt hier gerade mal an. Das ist die Winkelgasse, das ist eins, ich glaube, der größten Sets und auch das teuerste Set, was ich habe und auf jeden Fall auch das neueste, was ich bekommen habe. Das habe ich jetzt erst, das habe ich von meinem Freund gekriegt zu Ostern. Beziehungsweise ja, zu Ostern, Valentinstag, Ostern so. Und ja, wie ihr seht, das steht hier auf meinem Wohnzimmerschrank. Woanders hat es auch keinen Platz. Das ist die Winkelgasse, das ist das von Fred und George Weasley, dieses Scherzladen. Dann seht ihr hier noch. Hier kann man auch oben hier, und dann macht er so seinen Hut weg. Ja, da habt ihr noch. Dann ist hier der Eisladen, das Buchgeschäft, glaube ich, das Quidditch-Geschäft. Ja, der Prophet, Mr. Ollivander. Ja, das ist über 1 Meter lang. Ja, das ist ein Set. Jetzt muss ich kurz auf Pause machen. So, dann kommen wir hier zu meinem allerersten Set, das ich bekommen habe. Auch von meinem Freund. Das ist das Schloss hier hinten. Das ist also Teil von dem Schloss. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Hier vorne stehen die ganzen Figuren, die bei den Lego-Sets dabei waren, von den Weihnachtskalendern. Von letztem Jahr und vorletztem Jahr. Der ist ein bisschen staubig, aber werde ich demnächst mal abstauben. Ja, das ist das. Und dann gehen wir hier runter. Da haben wir da hinten hier das Quidditch-Feld. Hier ist Voldemorts Tod oder halt Cedrics Tod. Hier das mit Sirius Black am Wasser von Azkaban. Dann hier von der Drache von Feuerkelch. Hier hinten haben wir Untersetzer von Harry Potter. Das Bild hat mir meine Nichte gemalt. Dann haben wir hier noch Radiergummi mit Bleistift. Hier auch so ein Schreibset. Dahin haben wir noch Radiergummis. Ja. Dann kommen wir ganz runter. Da haben wir einmal den fahrenden Ritter als Lego und als Puzzle. Da die Patchbänder, eine Hedwig-Tasse, nochmal eine von den ganzen Häusern eine Tasse und hier den Pokal. Da habe ich jetzt die Figuren vom Video. Dann hier die Kutsche von, wie heißt es? Ich weiß es nicht mehr, von wo Fleur in der Schule ist, von Feuerkelch. Hier unten steht mein großer Yoshi. Das sind so andere kleine Sammlungen, die ich noch habe. Ja, das ist hier drin. Jetzt müssen wir raus in den Gang, aber da mache ich wieder auf Pause. Moment. So, wenn man jetzt vom Wohnzimmer rausläuft, läuft man jetzt direkt hier. Hier ist auch meine Eingangstür. Läuft man hier drauf. Hier sieht man, habe ich überall Harry Potter draufkleben. Dann kommen wir hier zu Hedwig. Da habe ich ein Harry Potter Kochbuch, ein Spiel, einen sehr alten Snape als Figur, einen Kalender. Hier oben habe ich mit meinem Plotter mir selbst Bilder gemacht. Dann haben wir hier auch noch mal ganz viel Schloss. Die Harry Potter Hörbücher. Mache ich mal kurz. Da hinten dran ist ein Riesenpuzzle. Das ist geklebt. Das ist nicht der Eulenturm. Das hier ist hier links ist der Eulenturm. Das ist einfach, ich kenne die ganzen Begriffe nicht von den Häusern. Ja. Das ist so meine kleine Sammlung.
Da stehen auch vereinzelt auch noch Sachen von den Kalendern. Hier habe ich so schwebende Kerzen hingemacht. Das hier ist Raum der Wünsche. Das weiß ich noch. Da hinten ist noch ein Spiel. Das ist auch ein Lego-Set. Das baue ich aber jetzt nicht auseinander. Das ist das Buch. Ja. Wie habe ich gesagt? Bilder. Das sind meine. Mein. Kann ich euch kurz zeigen? Mein Papier drin. Ja. Und dann ist, wie gesagt, hier der Glockenturm. Also ich finde immer die Details ziemlich schön, die sie da machen. Da habe ich mir von Bügelperlen selbst gemacht. Da ist noch eine Tasse, die nehme ich nicht, weil mir es zu schade ist. Da hinten ist ein Memory. Dann habe ich hier eine Schneekugel gemacht mit Harry Potter. Und ja, Kerzen habe ich überall hängen. Dann gehen wir hier hoch. Das ist Hagrids Hütte hier. Das ist Hagrids Hütte. Dann hier mit Crab. Dann haben wir hier diese Figuren. Ja, die Würfel können jetzt nicht dazu. Wir haben noch so Figuren. Total eingestaubt. Tut mir leid. Aber das ist die Realität. Und dann hier oben habe ich den Zug. Und das Haus von den Dursleys. Also wie gesagt, alles Harry Potter. Das ist auch noch ein Spiel, das ist noch nur so eine Klanguhr. Ja, wenn ich mal ein bisschen weiter weggehe, dann seht ihr das. Da habe ich hier oben an meiner Lampe auch noch diese schwebenden Kerzen. Mein Freund hat auch eine Ecke hier im Gang. Ich schwenke euch mal kurz rüber. Die ist hier. Von Star Wars mit BB-8 und Yoda. Die hat er von mir bekommen. Natürlich alles Figuren, die ich auch mag. Wie soll es denn anderes sein? Ja, der steht hier. Hier geht's zum Badezimmer. Hinter mir ist die Küche. Ja. Das war so, was ich an Harry Potter Lego habe. Ich habe gedacht, ich zeige es euch mal. Ja, das ist meine so kleine stolze Sammlung, auf die ich echt stolz bin. Also es fehlen jetzt die neueren Sets noch. Und jetzt erscheinen ja wieder neuere, aber ja, den Platz habe ich einfach nicht mehr, wo ich das hinstellen könnte. So, meine Lieben, dann war das hier so ein kleines Update. Ah, da hinten diese Rolle, das ist die Karte des Rumtreibers. Ja, da wollte ich auch noch einen Bilderrahmen holen und das irgendwo aufhängen. Ich habe ganz viele Puzzle gemacht, geklebt. Die will ich auch noch irgendwo hier aufhängen, im Wohnzimmer oder so. Mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!